Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Tipp des Season der Bundesliga 2018-2019. Und heute tippen wir die Rückrunde der Fußball-Bundesliga und ich würde sagen, wir starten gleich heim im 18. Spieltag, Schalke gegen Wolfsburg. Das wird Schalke machen mit 2:1. Dann Hoffenheim gegen Bayern. Da gibt es zum Start der Rückrunde nur ein 2:2 Unentschieden. Leverkusen gegen Gladbach. Das gewinnt Gladbach mit 2:1. Leipzig gegen Dortmund. Gewinnt Leipzig überraschend mit 1:0. Stuttgart gegen Mainz. Das endet 1:1. Frankfurt gegen Freiburg. 2:0 für Eintracht Frankfurt. Augsburg gegen Düsseldorf. 1:1 unentschieden. Hannover gegen Bremen. Das macht Hannover mit 2:1. Nürnberg gewinnt mit 1:0 gegen Hertha BSC Berlin. Und dann kommen wir zum 19. Spieltag. Die Bayern schlagen Stuttgart klar mit 2:0. Dortmund gewinnt mit 3:1 gegen Hannover 96. Gladbach und Augsburg trennen sich 0:0. Hertha verliert gegen Schalke mit 1:2. Bremen und Frankfurt trennen sich 1:1 unentschieden. Freiburg schlägt Hoffenheim mit 2:1. Nürnberg schlägt Mainz mit 2:0. Wolfsburg gewinnt mit 2:1 gegen Leverkusen. Düsseldorf unterliegt Leipzig mit 1:3. Das hatten wir doch schon bei Stuttgart. Also manchmal geht der Tabellenrechner, trägt manchmal Ergebnisse nicht ein. Die Tabelle ist hier sowieso falsch. Was ist jetzt denn schon wieder falsch hier? Wenn ich gerade sehe, 16 Dortmund, 17 Schalke, 18 der Leipzig. Das kann ja gar nicht sein. Oh Mann, da hat sich wieder was verschoben. Ja, Kicker-Tabellenrechner bin ich nicht zufrieden damit. Es muss schon richtig funktionieren. Naja. Dann haben wir den 20. Spieltag. Schalke gegen Gladbach 3:1. Hoffenheim mit einem 2:0 gegen Düsseldorf. Leverkusen verliert gegen Bayern mit 1:2. Stuttgart gewinnt mit 2:0 gegen Freiburg. Frankfurt unterliegt Dortmund mit 1:2. Hertha und Wolfsburg trennen sich 1:1 unentschieden. Augsburg verliert gegen Mainz mit 2:1. Hannover verliert gegen Leipzig mit 3:1. Nürnberg und Bremen trennen sich 1:1 unentschieden. Und den 21. Spieltag würde ich sagen, machen wir auch noch. Bayern gewinnt gegen Schalke ganz klar mit 3:0. Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim mit 2:1. Leipzig gewinnt mit 1:0 gegen Frankfurt. Gladbach und Hertha 1:1 unentschieden, Punkteteilung. Auch eine Punkteteilung gibt es Bremen-Augsburg 0:0. Hannover gewinnt mit 2:1 gegen Nürnberg. Freiburg und Wolfsburg trennen sich 1:1. Mainz verliert mit 1:2 gegen Leverkusen. Düsseldorf schlägt Stuttgart 1:0. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn alle 34 Spieltage getippt sind, zur Endtabelle. Ich habe jetzt alle 34 Spieltage durchgetippt und ihr seht am Hand hier schon die Tabelle, die ist vollkommen durcheinander. Also da kann ich echt sagen, Gladbach erst mit 49 Punkten, Dortmund hat 84, ist auch nur in der Mitte, Mainz hat zum Beispiel 31 Punkte, Schalke zum Beispiel 71, Bayern 85, also das ist alles durcheinander, noch durcheinander wie davor, also davor ist es ja noch halbwegs klar gegangen, mit dem ersten auf den 18. und dann alle in Platz versetzt, aber jetzt kann ich dann nicht mal irgendwas sehen, wer jetzt wo gelandet ist auf welchem Platz und deswegen mache ich dann nochmal extra die Tabelle. Und hier seht ihr nochmal meine Tipp des Season Abschlusstabelle für die Bundesliga. Das habe ich jetzt alles richtig geordnet nach Punkten. Bayern München doch noch deutscher Meister geworden mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund mit 83:27 Toren und 85 Punkten. Zweiter Dortmund mit 73:31 Toren und 84 Punkten. Dritter ist RB Leipzig geworden mit 61:36 Toren und 74 Punkten. Dann vierter Schalke mit 63:35 Toren und 71 Punkten. Fünfter Hoffenheim mit 59:40 Toren und 62 Punkten. Sechster bei Leverkusen mit 53:36 Toren und 61 Punkten. Dann kommt ein gewaltiger Knick in der Tabelle.
12 Punkte trennen den 6. und den 7. Also das internationale Geschäft, das war ganz klar von den ersten 6 Mannschaften dominiert. Gladbach hat nur 49 Punkte auf Platz 7, ein bisschen wenig, mit 39 zu 36 Toren. Dann auf Platz 8 der VfL Wolfsburg mit 42 zu 40 Toren und 45 Punkten. Dann Stuttgart 9. mit 40 Punkten. Das ist auch krass. Der 9. hat 40 Punkte, nur mit 33 zu 38 Toren hat Stuttgart. Dann 10. ist der FC Augsburg mit 35 Punkten. Das ist sehr niedriger Wert, mit 35 Punkten 10. zu werden. Das ist, ja, wahrscheinlich habe ich das sehr oft unentschieden getippt in dieser Liga. Im Tipp der Season wahrscheinlich, ich glaube, ich habe wirklich oft unentschieden getippt. 35 zu 51 Tore hat Augsburg. 11. Werder Bremen mit 35 zu 49 Toren und 34 Punkten. 12. Hannover mit 33 zu 49 Toren und 34 Punkten. Dann 13. Frankfurt mit 35 zu 52 Toren und 33 Punkte. 14. Mainz mit 35 zu 55 Punkten und 31 Punkten. Dann 15. Hertha mit 30 zu 50 Toren und 29 Punkte. Also 30 Punkte hätten eigentlich da zum Klassenerhalt gereicht. Sehr interessant. Auf dem Relegationsplatz Fortuna Düsseldorf mit 30 zu 58 Toren und 29 Punkten. 17. der SC Freiburg mit 27 zu 57 Toren und 27 Punkten. Und auf dem letzten Platz der 1. FC Nürnberg mit 30 zu 56 Toren und 24 Punkten. Das also meine Tipp der Season-Tabelle. Bald gibt es auch dann noch die Saisonprognose für die Bundesliga. Gibt es, glaube ich, auch heute. Mal schauen auf jeden Fall noch. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf die neue Bundesliga-Saison. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ciao.